Hallo und herzlich willkommen bei Your Friend. Your Friend ist Ihr Rechtsfreund und wir freuen uns, dass Sie da sind. Unser heutiges Thema ist, soll ich zusammenbleiben, obwohl ich meinen Partner, meine Partnerin nicht mehr liebe und auch an sich die Trennung oder die Scheidung haben möchte, weil wir Kinder haben. Wir versuchen Ihnen einige Punkte, einige Hinweise zu geben, die hoffentlich dann vielleicht hilfreich für Sie sein werden. Natürlich ist das kein einfaches Thema, wenn Sie Richtung Trennung, wenn Sie Richtung Scheidung gehen möchten, wenn Kinder im Spiel sind. Wenn Sie Kinder haben, oder besser, sobald Sie Kinder haben, ändert sich natürlich eine ganze Menge. Das Leben, was Sie vorher kannten mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin, ist nicht mehr grundsätzlich dasselbe, wenn Kinder auf einmal im Spiel sind. Wenn Sie seit langer Zeit darüber nachdenken, sich zu trennen, sich scheiden zu lassen, aus welchen Gründen auch immer, und Sie tun es nicht aus dem Hauptgrund, dass Sie Kinder haben, dass Sie ein Kind haben oder zwei oder mehrere Kinder haben, dann ist es legitim, selbstverständlich. Es ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie es als richtig empfinden, wenn Sie es spüren, also nicht Ihr Verstand, sondern wenn Sie, was Sie wirklich sind, es spüren, dass es richtig ist im Moment, noch die Familie so, wie sie ist, aufrecht zu erhalten, weil die Kinder es gerne so hätten, zumindest ist es ihre Meinung, dann können sie das natürlich tun. Sie werden natürlich leiden. Sie werden unter dieser Situation leiden, sie werden auch keine richtige Freude mehr empfinden, ganz klar, weil im Endeffekt möchten sie aus der Beziehung austreten. Kinder spüren es, also da können sie machen, was sie wollen, egal in welchem Alter. Kinder spüren es, wenn ein Paar, wenn die Eltern miteinander klarkommen oder überhaupt nicht mehr miteinander klarkommen. Ja, also wenn es Widerworte gibt oder man schweigt sich an oder in der Gestik, in der Mimik, wie auch immer. Kinder spüren das sofort. Kinder haben da auch den siebten Sinn. Egal welches Alter, ne, also im ganz jungen Alter, können Kinder sich noch nicht so ausdrücken, ist ganz klar. Nichtsdestotrotz, auch in diesem Alter spüren alle Kinder, dass etwas mit ihrem Zusammensein einfach nicht mehr stimmt über eine längere Zeit. Und ja, ihre Kinder leiden darunter natürlich auch. Welches Kind möchte nicht für ewig Mama und Papa dabei haben? Manchmal klappt es nicht. Zumindest ist es nie die Schuld, wenn man das Wort jetzt einfach mal nennen soll. Ich mag das Wort nicht, aber zumindest ist es nie die Schuld der Kinder, weil die Kinder sind einfach da und die können nun mal gar nichts dafür, ob sie sich weiterhin gut verstehen oder gar nicht mehr verstehen und die Trennung bzw. die Scheidung einleiten möchten. Es gibt Paare, die schaffen es, sich scheiden zu lassen, und nach einer gewissen Zeit spielt sich das mit den Kindern so gut ein, dass Kinder sich sehr gut entwickeln, zu beiden ein schönes Verhältnis haben, selbstverständlich wissen, dass Mutter und Vater getrennt sind, sich geschieden haben, vielleicht auch die Mutter einen neuen Partner hat, der Vater eine neue Partnerin. Das gehört mit zum Leben. Das Leben stellt uns ja immer wieder vor neuen Herausforderungen. Ob als Erwachsener oder als Kind, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Sie das schaffen, dann dürfen und sollten Kinder kein Grund sein, im eigenen Leben einen Schritt vorwärts zu machen, wenn man es mal so ausdrücke. Und dann ist es Ihre Entscheidung. Bleiben Sie noch 10 Jahre, bis die Kinder erwachsen sind in dieser Situation? Die Antwort wissen nur Sie. Und wir hoffen, mit diesem kleinen Video ein paar Fingerzeige, ein paar Wegweiser gegeben zu haben, mit denen Sie etwas anfangen können. Dann wünschen wir Ihnen heute alles Gute. Wenn Sie wollen, schauen Sie irgendwann wieder gerne vorbei. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach, schreiben Sie eine E-Mail. Wir sind gerne für Sie da. Tschüss, auf Wiedersehen.